Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu Infra. So, ich habe jetzt mal von meiner Kamera hier, habe ich jetzt mal die Auflösung einfach auf HD runtergedreht, weil ich nehme mit dem Handy auf. Weil ich habe leider keine Webcam. Das wäre schön, du. Aber ja, ich habe leider keine Webcam. Deswegen muss ich mein Handy aufnehmen und habe ich jetzt einfach mal die Auflösung auf HD runtergedreht. Ich glaube, dass es am Speicher liegt, dass der Speicher auf... Das interessiert euch so wahrscheinlich sowieso nicht, aber ja. Der Speicher, ich glaube, die Videos wären einfach zu groß vom Speicher her für eine Datei einfach. Und deswegen bricht er dann ab. Okay, okay, alles klar. Da geht's nicht durch. Da geht's durch, alles klar. Ja, Exit. Richtung Exit würde ich natürlich allgemein gerne gehen. Aber, ja, das wird vermutlich kein richtiger Exit sein. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne rauskommen, ehrlich gesagt. Natural Gas Flow. Ja, da fließen die natürlichen Gase lang, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Kann man das machen? Nee, alles klar. Sehr gut. 220 Volt. Oh oh. Alter. Hilfe, was soll ich machen? Hilfe! Ich glaube, ich muss zurück, oder? Einmal unter diesen natürlichen Gasen durch. Hä? Ach so, alles klar. Ja. Ja, ganz toll. Also da heißt es nur einfach hinstellen und warten. Hilfe, ey. Ich erschreckt halt mal ein bisschen mein zartes Herz. Ja, ja, ja. Ist schon gruselig aufgebaut irgendwie, ne? Ich trinke mal gemütlich ein Schlückchen Kaffee. So, ich smash einfach mal E. Bei mir sind hier ganz viele Bildverzerrungen. Ich hoffe, das ist im Video nicht. Ich glaube, das sollte im Video nicht sein. Ja, ja, lass mich durch. Nam, 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 nam. Seriously? Alter? Also komm schon. Na, das kann ja nicht. Muss ich irgendwie in eine Gasse rein vielleicht und Feuer kommt? Ist das epochenweise? Oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Alter, das ist auch immer so laut, ne? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach nee, guck mal, ich glaube, das ist in der Aufnahme nicht. Auf meinem Aufnahmebildschirm sehe ich das nicht. Das ist ja ulkig, ey. Ich glaube, ich nehme einfach mit dem Bildschirm auf. Spiel einfach mit dem Bildschirm an. Komisch. Ja, bitte, ja. Bitte aufgehen. Boah. Alter, das ist mega knapp gemacht, ey. Erstmal eine rauchen hier. Nee, Quatsch. Gottes Willen. So. Well, at least the fire alarms are working. Ja. At least, wa? Wir sind echt ständig fast am krepieren hier, ne? Und nicht nur fast. Ja, gut. Ich speichere hier gerade erstmal. Mann, 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 das will ich nicht nochmal machen müssen. So. Da ist überall Alarm. Wir gucken uns natürlich trotzdem gemütlich um.
Ich habe zwar das Gefühl, dass hier auch gleich alles... Oh je, das ist laut. Dass ja auch gleich alles in die Luft gehen wird, aber... Ach, guck mal, da kann man Knöpkes drücken. Ein Knöpkes. Da drücke ich mal. Okay. Mann. Im ersten Teil war es noch so entspannt und jetzt hier alles... Hier geht alles den Bach runter und wir sterben ständig fast. Alte Schwede. So, guck mal hier. Ja, ausmachen. Ich glaube, das ist was Gutes. Das bedeutet vielleicht weniger Feuer. Was ist das denn? Ist das irgendwie ein Wasserspeicher hier, wa? Was ist das allgemein für eine Fabrik hier? Ist das... Warte mal, ist das ein Atom... Sind wir hier in einem Atomkraftwerk? Kann das sein? Und das ist Kühlwasser? Kann das sein? Ich weiß nicht. Da... Eine orangene... Ach so, ja, das ist natürlich praktisch. Da ist eine Green Card. Eine Green Card. So... Oh. Hilfe! Okay, die Duschen, oh. Und eine Sauna wieder? Das ist ja... Hä? Ich weiß nicht, aber irgendwie haben sie hier Saunen an die komischsten Stellen hingebaut, wa? Oder? Oder passt das hier? Ich weiß nicht. Hier ist doch ein, Fabrikgebäude. Guck mal. Hier ist ein Maschinenraum und da ist einfach mal eine Sauna. Ich meine, ist natürlich geil, ne? Ist natürlich geil, wenn du auf der Arbeit einfach mal eine Sauna kannst. Boah, das wäre mega geil, ey. Wäre mega geil. So eine Mittagspause einfach mal eine Sauna. Warum nicht, ne? Ein Schwimmbad vielleicht auch noch. Ich meine, Schwimmbad haben sie ja auch, ne? Ist ja... Ja, naja, es gibt vielleicht schönere Schwimmbäder. Oh, wir können da runter. Oh, oh. Dann schätze ich mal, müssen wir vielleicht das Wasser ablassen. Ne? Das werden wir gleich sehen. Puh, eine Tür, die nicht aufgeht. Wow. Was versuchst du denn aus deinem Rucksack zu ziehen, Marc? Alles klar. So, oh, da geht's durch. Das ist... Ja, das ist die Tür. Alles klar. Oh, oh, da ist wieder eine... Leiter oder Treppe, je nachdem. Also. Oh, Batterien. That makes 10 packs of batteries for the flashlight. Nice. Ah. Starfire FS 6000 Fire Control System. Alarm on. So ruhig auf einmal. Schön. Einfach schön. So. I'm starting to get the idea that you are trying to kill me on purpose. What? The fucking metro tunnel collapsed and it took the maintenance tram with it. I'm at some kind of an underground water plant now. It was difficult to get here in one piece. I almost got burned to a crisp in one of the hallways. Shit, that sounds bad. I'm glad you're okay though. You think you can find your way out of there? Well, it's not like I have a choice. I'll call you when I'm out. Ich muss mal anmerken, das ist nicht böse gemeint, aber der Synchronsprecher, immer wenn er anfängt zu reden, hört man irgendwie raus, dass er das abliest. Immer wenn er anfängt zu reden, ne? I'm starting to get the idea that you trying to kill me. Und dann fängt er aber doch an, normal zu reden. Ja, was war das? Nice. Das ist ja nice. Kann man auch direkt mal umfunktionieren zu einem quasi Streaming-Ding. Spums. Was steht da? Correct order. Oh Gott, Hilfe. Ich glaube, das werden wir noch brauchen. Oh, da liegt ein Schlüssel. Stand da Basement drauf? Ich hoffe nicht. Ah. Ich freue mich langsam schon wieder über Türen, die man nicht öffnen kann. Oh. Cool. Da ist sehr viel drin. Ja. Lichtschalter, nee. Hier haben wir jetzt geguckt, ne? Überall. Da kommen wir nicht rein. Thomas Ballock.
Vanessa Pop. Ach, da können wir ja mal gerade gucken. Vivi Bonda. Das sind vielleicht die Entwickler, hm? Ich weiß es nicht, das könnte gut sein. Cool, das haben wir. Vanessa Pop. Ach ja, wir konnten ja noch weiter hoch hier. Mhm. Can you give me my keycard to Victor? You won that damn beer game. I'll pay you, I promise. I hope you didn't flush my keycard yet. You wouldn't do that, right? Okay. Okay, ein Bierspiel. Also wir sind wirklich, die saufen alle hier, ne? Urban Legend. Chris Jesus. Jesus. It's Chris. Roy Dijkstra. Dijkstra, irgendwie so. Oh. Da könnte ich den Alarm jetzt einfach wieder einschalten, wa? Das wollte ich gar nicht. Eine Yellow Card bräuchten wir noch. Und eine Orangene. Ganz wichtig. Ah. Das. Keine Ahnung, was jetzt hier Sache ist. Ständig geht meine Maus kurz aus. Ich hasse es. Da muss ich echt mal gucken. So. Ja, nee, hier kommen wir nicht raus. Ja, Nimmt noch auf, super. Ich glaube fast, wir müssen... Warte mal. Hier? Ach nee, genau, hier. Ja, genau, hier kommen wir her. So, dann... Hier wird es da hinten noch eine Leiter. Ich sag schon Leiter, ne? Ob es ja eigentlich eine Treppe ist, aber ganz ehrlich, das ist eher eine Leiter. Oh, da ist der Schlüssel für, alles klar. Oh, hä? Haben wir noch einen Schlüssel oder ist das ein multifunktionaler Schlüssel? I don't know. Das ist... Gibt's hier irgendwas? Können wir hier irgendwas machen oder ist das einfach nutzlos? Scheint nutzlos zu sein, weil die Tür kriegen wir ja auch nicht auf, glaube ich, oder? Ach so, Raw Water Pool. Ah, guck, das ist eins von den Wörtern, das ich gelesen habe. Filtration, okay. Ja. Nee, was heißt denn das hier? Warte mal kurz. Koagulation. Ich weiß es nicht. Coagulation? Ich bin dumm. Ach du schöne Scheiße. Ja. Ja, da würde ich natürlich jetzt gerne durchgehen. Das wäre ja quasi eine schöne Abkürzung. Aber das ist uns natürlich nicht vergönnt. So, wir können noch da lang. Ah, da wird es auch nicht. Ja, natürlich. Natürlich, ein Exit. Wer würde denn ein Exit sichern, bitte? Unlocks when the fire alarm. Ah. Oh, okay, alles klar, verstehe. Na, da machen wir dann auch gerade mal nochmal an. Ach so. Nee, das ist ja auch nur, wo wir waren, ne? Warte mal. Können wir dann die anderen auch aufmachen? Ah, wir können die anderen. Gab's noch. Irgendwo, ne, das ist ja... Nee. Gab's noch irgendwo eine orangene Tür? Warte mal. Hier so? Ja, wir können ja natürlich wieder ausmachen, aber das mache ich jetzt gerade nicht. Da ist noch eine orangene Tür. Ah, okay. Also so alle... Für alle zählt's dann wohl leider nicht. Alles klar. Okay, dann machen wir da gerade mal aus. Die Türen müssten ja eigentlich offen bleiben. Moment, wo, warte mal. Welche Tür haben wir jetzt gerade noch aufgemacht? Ich bin verwirrt. Ach nee, warte, nur, das ist nur der Durchgang jetzt, ne? Ach, ja, genau. Ah, ja, gut, okay. Alles klar. Wo stand das gleich? Ah, hier steht er drauf, ne? Ja. Das schreibe ich mir gerade mal auf. Also erstmal... Quark...
Flock. Sedimentation. Was? Und ist, ja, ich, wir sind gleich fertig. Das, so, alles klar, haben wir alles ausgeschrieben. Something is wrong with the main pool. Reserve pools, 22 Meter. 22 Meter, merkt euch das. Bergman Tunnel Water Problem. Reserve Water Source. How to change right settings. Ja, das ist, wir gucken mal. Wir gucken mal. Also, da lang, nice, da können wir ja jetzt... Schön. Huch. Ja, Raw Water Pool. Was ist das denn? Ach, da steht nichts. Alles klar. So, also Koak war auf jeden Fall als erstes. Weil er ist doch zu, oder? Aber jetzt ist grün. Ja, gut. Flock wäre jetzt als nächstes. Warte mal, ich guck mal in der Halle. Vielleicht können wir da. So was steuern. Ich weiß es nicht. Einfach mal gucken. Moment. Ich muss mal das Mikro, glaube ich, neu ausrichten. So. Ja. Der Knopf weiß ich auch nicht mehr. Weiß ich auch nicht, wofür der gut war. So, das geht immer noch nicht auf. Oh. Ja, na, das, Ach, du Scheiße. Du Scheiße. Das ist wohl ein Wasserspeicher, wirklich mal. Ach, du Scheiße. Ich würde sagen, hier kann man ein bisschen Wasser speichern, ne? So ein bisschen. Einfach so ein bisschen. Da ist ein Boot. Da ist ein Boot. Bist du mal in Not, dann fahr doch Boot. Oh Gott. Das sieht so cool aus hier. Schmack's. Oh. Ah, ja. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Wasserpumpen. Ach so. Ich mach die einfach mal aus. Warum nicht? Ja, ich kann sie ausmachen, also mache ich sie aus. Ist bestimmt richtig, was ich hier mache. Ist bestimmt richtig. 100 pro. 100 pro. Ach du Scheiße, Alter. Boah, wie riesig ist das bitte hier? Alter Schwede, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass wir jetzt in so einen Riesenabschnitt geschmissen werden. Hm. Ach du Scheiße, ey. Boah. Ja, und die Frage ist auch, wo geht's überhaupt lang? Wir müssen halt, ja gut, wir müssen halt irgendwie raus, ne? Das ist halt das Ding. Boah, Alter, ist das riesig. Und auch hier sieht es eigentlich erstaunlich intakt aus. Da muss man natürlich mal sagen. Nur, dass halt alles in die Luft fliegt. Langsam, aber sie... Oh nein, oh nein. Broken. Dann schätze ich mal, geht das auch nicht mit Feueralarm aus, wa? Auf. Da könnten wir Feueralarm anmachen. Da gucke ich aber gleich. Ja, da. Machen wir gleich. Wenn wir uns hier umgeguckt haben, dann gucken wir. Oh. Ist das Farbe oder ist das schlecht koloriertes Blut? Ich will doch stark hoffen, dass das Farbe ist. Warte mal, wir können doch hier. Mach ich gerade mal. Jetzt hast du wieder 10. So. Ich will hoffen, das soll kein Blut sein. Okay. Oh, Alter. Nee. Ich kann hier viel zu viel drehen. Das geht nicht. Ich bin über... Oh, Alter, meine Maus. Ich bin überfordert. Mein kleines Gehirn ist überfordert damit. Oh, je, meine. Hilfe, 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 Hilfe. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Boah, Alter, sind das lange Gänge, ey. Boah. Ob das dann aber wirklich was mit einem Atomkraftwerk zu tun hat? Ich weiß es nicht. So viel Wasser? Ich meine, braucht man wirklich... Ich meine, Atomkraftwerke haben ja eigentlich... nutzen ja eigentlich Seen, glaube ich, oder? Oder? Wobei, nutzt das überhaupt?
Ich meine, die werden ja nur in Anführungszeichen gekühlt, denn die Wärme, die geht ja direkt in... Autsch. Wird ja in Dampf umgewandelt quasi und der treibt Turbinen an. Ja? Soweit ich da informiert... Soweit ich da informiert bin. So, ich drehe einfach mal alle... da würde ich jetzt aufdrehen. Oh, Hilfe. Oh, nee, ich bin verwirrt. Soll ich aufdrehen oder zudrehen? Ach man, ich weiß es doch nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss wahrscheinlich die ganze Fabrik wieder zum Laufen bringen, ne? Also, ja, aber, aber die Pumpen können wir halt auf der anderen Seite ausmachen, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mache einfach überall mal auf gerade. Ich kann echt nicht sagen, ob es richtig ist. Ich kann Ed einfach nicht sagen. Ich hoffe, dass es richtig ist. Tja, ich würde sagen, wir gehen mal da hinten in die Luke rein, die so einladend aussieht. Das ist wirklich sehr einladend hier. Also so, safe. Ah, Flock. Da gibt's Flock. Da und, warte mal, Flock, Flocculation, Sedimentation und Filtration. Ja, das verstehe ich aber nicht. Was ist es jetzt, Flock oder Filtration? Nach Coag kommt, Flock, auf jeden Fall. Und dann kommt Sedimental und dann Filtration und dann Desinfektion. Ja, ich bin echt ein bisschen überfragt, ne? Hallo? Ja, wir müssen erstmal Flock finden. Also, da wird dann wahrscheinlich nur Flock draufstehen oder so. Also, Flockation halt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, guck mal, waren wir hier schon? Es ist einfach viel zu riesig. Au! Oh. Ah, was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Da haben wir auch noch was. Sewerpipe 1 und Sewerpipe 2. Warum gehen die überhaupt auf? Die gehen doch auf, wenn man sie nach rechts rennt. Ich meine, grün ist doch auf normalerweise, oder? Wäre jetzt in meinem kleinen Hirn, wäre das logisch. Ja, gut. Okay, ach ja, genau. Hier haben wir auch noch was, glaube ich, oder? War da nicht was? Ach so, hier ist eine Leiter, genau. Mann, ist das riesig. Ach du Scheiße. Boah, bitte lass da nicht durchgehen. Nee, da geht's nicht durch, alles klar. Ich werde hier erschlagen mit Level, das glaubst du ja nicht, ne? Du wirst hier echt erschlagen. So, ach ja, genau. So, warte mal, kann ich da vielleicht irgendwo irgendwas... Nicht. Ja, eher weniger. Huch. Es tangiert mich peripher. Eher weniger, meine ich. Tangiert es mich. Ja. So, aber ich ziehe jetzt mal den Alarm. Das Blöde ist, wir können den halt hier nicht ausmachen, ne? Aber ich probiere mal, ob wir da jetzt durchkommen. So, da steht ja, es ist broken, aber wir müssen es natürlich trotzdem probieren. Alles klar, nee, das funktioniert wirklich nicht. Ja. Nicht, dass es im Endeffekt doch funktioniert hätte, man weiß es ja nicht. Und, das hätte dann dafür gesorgt... Oh nein. Kommen wir nicht hierher? Kommen wir nicht hierher? Oh nein. Oh, ich dachte, ich könnte jetzt locker flockig zurückgehen und einfach mal den Alarm ausschalten. Nee, oh, hätte ich mal gespeichert. Hätte ich mal gespeichert. Wobei... Eigentlich haben wir gespeichert. Vor der Luke haben wir gespeichert. Ich lade das mal gerade. Weil ich habe jetzt keinen Bock hier dauerhaft mit Alarm rumzurennen. Haben wir da die Rohre schon gemacht? Ja, ne? Oh, Gott sei Dank. Puh. Das haben wir schon gemacht. Ja, aber der ist zu. Ich verstehe. Moment. Jetzt. Ach, durch den Alarm war zu. Na, das ist natürlich dann herzallerliebst.
Heißt das, man ist dann einfach in the ass, wenn hier zu ist? Wenn man den Alarm anmacht, ist man einfach in the ass oder kann man den auch von hier irgendwie ausstellen? Oder braucht man das da hinten einfach gar nicht mehr? Ich weiß es nicht. Weiß nicht, das können wir nicht lesen. Schade. Ja, da haben wir wieder so einen Bildschirm. Waterflow stopped. Flock. Ach so. Vielleicht drehen wir die Rohre einfach mal. Wir drehen einfach mal dran. Wir gucken mal, was passiert auf dem Bildschirm. Das Problem ist halt, wenn jetzt was anderes passiert, außer diesen vier Dingern da, bin ich halt schon wieder aufgeschmissen, weil dann sehe ich natürlich keinen Unterschied am Bildschirm, aber naja. Naja. So. Nein! So. So, Freunde, ich würde allerdings sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Sonst geht die Webcam gleich wieder aus. Die Aufnahme. So, und ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Kamuno. Ciao.